Bei seinem aktuellen Programm holt Clemens Maria Schreiner zum Rundumschlag mit dem Selfie-Stick aus und stellt die wirklich wichtigen Fragen. Im Theaterforum Schwechat gab es die heiteren Antworten dazu. Es ist ja prinzipiell immer schön, also wenn man so auf die Bühne aufkommt, einfach weil das so ein wunderbarer Beruf ist, den ich da machen darf. Weißt du, als Kabarettist, ja, du stehst auf der Bühne mit deinen eigenen Ideen, ja, den eigenen Texten, im Publikum die eigenen Verwandten. Gerade im eigenen Leben hat man es oft selbst am schwersten. Warum wird man von Barkräften übersehen, aber nie von den Park-Sheriffs? Ist es eigentlich noch als Selbstfindung zu bezeichnen, wenn einem jemand beim Suchen hilft? Andererseits, wenn man immer nur auf sich selbst schaut, fehlt irgendwann einmal der Blickkontakt. Immer ich heißt das aktuelle Programm von Clemens Maria Schreiner. Ausgangspunkt war irgendwie so die Frage der Stärke. Immer stärker werdenden Fokussierung auf sich selber. Ja, also diese Grundleitidee von, ich schaue einmal, dass für mich alles passt und was das halt auf einer persönlichen Ebene mit einem macht, aber halt auch, was das für Auswirkungen hat, das war so ein bisschen die Grundidee vom Programm. Schreiner ist ein gern und oft gesehener Gast im Theaterforum Schwechat. Also ich habe letztes Jahr so kurz kommt es mir erst hervor. Letztes Jahr eine ganze Serie da gespielt, 4 oder 5 Tage, die ganze Woche über und freue mich sehr, heuer wieder da zu sein, quasi konzentriert auf einen Abend. Und wie empfindest du das schwächere Publikum? Unterscheidet es sich irgendwie? Nein, das glaube ich nicht. Also ich finde sowieso, es ist jeder Abend ein bisschen anders, so wie das Publikum und ich halt gerade drauf sind und man bastelt sich das ja auf Basis des bestehenden Programms schon ein bisschen gemeinsam, wie es dann wirklich wird. Also kann man nicht so Tendenzen ablesen, finde ich. Sonst, das kann ich auch sagen, ich bin Organspender, allerdings momentan nicht praktizierend. Das Satirefestival im Theaterforum hat sich inzwischen etabliert, was auch an den vielen Stammgästen liegt. Warum gehen Sie denn gerne ins Kabarett? Ja, weil es eine schöne Abwechslung ist zum normalen Alltag und gerade jetzt in der Zeit, wo man sonst eh nichts machen kann, finde ich, ist das eine tolle Geschichte. Und wir gehen jetzt seit 4, 5 Jahren und nehmen immer 10 Vorstellungen von den 16 oder 18, was da sind, und sind bis jetzt nicht enttäuscht worden. Wie viele Kabarettisten haben Sie dieses Mal gesehen? Na, du müsstest jetzt nachzählen, eine ganze Menge schon. Wir haben also Kabarett in Nitecki, wir haben also den Wakubinger gesehen. Wir haben, was haben wir denn am Freitag gesehen? Am Samstag waren wir, also einige. Das Leben für einen Kabarettisten selber, das ist ja, heißt ja viel am Abend unterwegs sein, viel unterwegs sein. Gibt es da Durchhänger? Nein, also ich finde, es ist einfach, sobald du auf der Bühne stehst und vom Publikum einfach so viel zurückkommt, wieder ist die Energie immer da. Also selbst wenn man irgendwie den Tag über so ein bisschen das Gefühl hat, boah, irgendwie jetzt ist der 4., 5. Tag hintereinander, jetzt schön langsam, aber in der Sekunde, wo das Adrenalin dann einkickt und eben von den Leuten einfach aus dem Publikum, also da sind sie ja in dem Fall, so viel kommt, dann ist man eh wieder frisch und fröhlich benannt. So wie letztes Mal nach dem Auftritt ist dann in der Steiermark wieder gespielt, ist nachher noch eine Dame zu mir hergekommen und hat gesagt, meine Güte, Herr Schreiner, ist also so ein vergnüglicher Abend, also gerade haben wir gleich alle miteinander haben wir gesagt, ohne sie wäre es wirklich die halbe Garde gewesen. Ist das Leben anstrengend? Das Leben ist anstrengend, aber meistens ist man dann selber schuld, wenn es anstrengend ist. Also natürlich gibt es Sachen, auf die man keinen Einfluss hat, aber ich kenne auch viele Leute, die fast mit so einer gewissen irgendwie masochistischen Lust darauf hinarbeiten, dass ihr Leben sich möglichst anstrengend anfühlt, zumindest. Ich habe den Satz vorher vor dem Spiegel geübt in der Garderobe. Ich könnte mir an meinem Geburtstag nichts Schöneres vorstellen, als den mit Ihnen zu verbringen. Thank you.